Ja, Philipp Oswald, der Dienstag war dein Tag, der Donnerstag war es leider nicht. Zwei Niederlagen stehen unterm Strich. Wie fällt deine Kitzbühel-Bilanz aus? Ja, doch, schade. Also gegen Hase wäre halt sicher mehr drin gewesen. Da habe ich in den entscheidenden Phasen zu viel gewollt, habe zu viele Anfast-Errors gemacht. Netz vorne waren noch ein paar Volleys leider zu lang dann. Und ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass ich dort, ich sag mal, einen Hase schlagen wäre schon so eine Chance, habe ich es jetzt noch nie gehabt und das wäre eine richtig gute Chance gewesen und da bin ich natürlich schon enttäuscht. Ja. Und das Doppel war jetzt eigentlich relativ beschissen. Inwiefern? Ja, der Martin hat sehr gut gestartet. Mir hat das Bein vom Single ein bisschen weg und vom Servieren das linke. Und ich war nicht so spitzig am Netz. Und die anderen haben dann einen sehr guten zweiten Satz gespielt. Und das Champions League war dann immer ein bisschen Glücksache, aber da waren die dann am Anfang ein bisschen glücklicher und haben es dann souverän heimgespielt, leider. Ja, aber in Summe hättest du wahrscheinlich, wenn man dir das vor dem Turnier gesagt hätte, hättest du es genommen, oder? Ja, auf alle Fälle. Also es ist hier eine gute Woche, kann positiv zurückschauen auf die Woche, kann viel mitnehmen. Weißt du wahrscheinlich im nächsten Mal, was ich besser machen kann, wenn ich gegen so ein Spiel so Chancen habe. Ja. Darum sicher positiv das Ganze. Also in Summe gibt die Woche wahrscheinlich viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben, oder? Genau. Ja. Wie schauen die aus? Ich habe nächste Woche spiele Schweizer Liga, da habe ich meine 5 Matches. Dann haben wir Deutsche Bundesliga 2 Matches am Sonntag und in 2 Wochen. Mhm. Und dann trainiere ich Woche auf Haarplatz und dann geht es nach New York zu den US Open. Alles klar. Dein Tipp fürs Final, für den Turniersieger hier? Ich glaube, der Philipp Kohlschreiber wird schwer zu schlagen sein da. Alles klar, danke dir.